Bist du dir da sicher? Nee. Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike. Ja, man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Deshalb fährt Skizzo morgen nach Iron Butte rüber. Er wird rausfinden, was da los ist und dann werden wir... Du schickst Skizzo zu einem Treffen mit Carlos? Scheiße, Mike. Das Camp leite immer noch ich, Dick. Wie gesagt, ich halte mich an Verträge. Lost Lake Ende. So dumm. Da ist die Kirche. Jetzt ist sie offen. Was zum Teufel? Oh oh. Nicht bei Sarahs Kirche. Guck mal, der hat gar nichts mitgekriegt. Wer habt ihr nicht drauf? Komm, alle tot. Nein. Mist, ich sitze fest. Scheiße, Schalli kaputt. Boom, boom. Jetzt kommt eine Erinnerung. Wusste ich's doch. Sie haben eigene Schwüre? Er heiratet mit Cappy und Kutte. Traditionsgemäß der Bräutigam zuerst. Ich fange an. Deacon. Es tut mir so leid, dass keiner da ist. Wir haben wohl echt alle angepisst. Auf beiden Seiten. Aber nicht ganz alle. Usa. Du sollst wissen, dass das zeigt, wie viel du mir bedeutest. Ich würde alles für dich aufgeben. Alles. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Und er ist kostbar. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Ich liebe dich. Oh Mann. Das ist so eine traurige Story. Scheiße. Noch mehr. Ach du Scheiße, Jagger, laut oder was? Kirche! Feuer frei! Irgendwann bleibst du schon stehen. Warum läuft der Kerl die ganze Zeit durch die Gegend? Ihr Dreckigen. Dieser Ring ist mein Versprechen. Dass ich dich immer lieben werde. Sie dürfen die Braut küssen. Oh, einen Moment. Hier, den kannst du wieder haben. Aber du musst mir versprechen, mich so oft zu reiten wie dein Bike. Tja, ich erkläre mich zu Mann und Frau. Okay, ich werde jetzt gehen. Oh.
Nehmt euch ein Zimmer! Keine Sorge. Sowas wird nie wieder passieren. Er brennt hier echt nieder. Krass. Ehrlich, so war das da so? Boah, ich muss den nochmal gucken. Oh Mann. Boosman, hörst du mich? Ja, Dick, was gibt's? Ganze Kirche niedergebrannt. Deswegen konnten wir da nicht rein. Ey, so langsam ergibt alles einen Sinn. Ich hab ein paar Kerle erwischt beim Randalieren. Was für ein Tag. Ich wär gern dabei gewesen. LMW. Hätt dir gern geholfen. Nee. Scheiße. Ja, okay. Ich meld mich wieder. Dicken Ende. Echt einfach die ganze Kirche niedergebrannt. Ja. Oh, die ist komplett leer. Verdammt. Eddie, hörst du mich? Lost Lake Krankenstation. Könnt ihr mich hören? Deacon, ich höre dich. Eddie, gut. Gut, hör zu. Könntest du noch kurz auf mich warten? Ich muss dich sehen. Ist alles okay? Was ist los? Gar nichts. Ich erkläre dir alles später. Deacon, Ende. Hast du, was du brauchst? Ja. Absolut alles. Los? Hey, du klingst ziemlich aufgeregt. Wir sind Lichtbringer, Dick. Was? Es heißt schließlich, bevor du das Dunkel verfluchst, entzünde ein Licht. Wir haben in den letzten 2 Jahren nichts als geflucht. Wir bringen Lost Lake den Strom zurück und entzünden damit ein Licht. Oh, Waffe leer. Ich kümmere mich darum. Ups. Okay, das waren wohl alle. Dritter Schwärmer. So, wie willst du jetzt da dran kommen, meine Hübsche? Okay, um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. 1, 2, 3! Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke. Ich werde mich dran erinnern. Hey, die greifen an. Warum greifen die Krabbler denn an? Die greifen nie an. Na, wie ist das? Scheiße! Krabbler! Ich hab sie! Dick! Ich versuch's! Viele von den kleinen Biestern. Den reparieren. Hab nichts mehr. Scheiße. Bam. Okay. Deswegen ging es nicht weiter. Verdammt noch weil mal. Ein Krabbler gefehlt hat. Der Festing. Das hat Spaß gemacht. Ja, das sollten wir unbedingt mal irgendwann wiederholen.
Ja, und ich rede mit Skizzo, dass wir hier Stacheldraht anbringen müssen. Gegen die Krabbler. Das ist wieder so ein Scheißjob, den er mir gibt. Du schaffst das. Komm, ich muss noch was überprüfen. Was willst du checken? Da sind wir auch schon wieder. Wow. Jetzt gibt's Strom. Ich bin gleich soweit. Die gesamte Anlage bezieht ihren Strom von hier. Ich habe die Sicherung gezogen, damit es keinen Kurzschluss gibt. Okay. Bereit, wenn du es bist. Na schön. Na schön! Hör zu! Geil, okay. Jetzt wird's geil. Das wird so geil jetzt aussehen. Die letzten Monate waren hart. Da gibt's nichts schön zu reden. Uns fehlen Nahrung, Medizin, einfach alles. Doch wir haben eine Sache im Überfluss. Und ohne die ist alles andere bedeutungslos. Und das ist Vertrauen. Vor einiger Zeit kamen weitere Drifter zu uns ins Camp. Einige sagten, schmeißt sie raus. Wir haben ja nicht mal genug für uns. Und andere vertraut ihnen nicht. Heute bestätigt sich, was ich immer gesagt habe. Wir brauchen jeden. Jeden Einzelnen, der gewillt ist, hier zu sein, hier zu arbeiten und uns beim Wiederaufbau zu helfen. In den letzten paar Monaten hat Ricky genau das getan. Aber sie schafft es nicht allein. Sie braucht Hilfe. Heute Abend passiert es. Weil wir einen Drifter ins Camp gelassen haben und ihm Vertrauen geschenkt haben. Und jetzt geht der Strom nicht, das wäre lustig. Heute werden wir die Dunkelheit hinter uns lassen. Geil. Überall mit Lichterketten, das wird Josie gefallen. Danke. Geil. Mein Gott! Hey, ihr zwei, ich hab da noch eine Flasche. Komm. Dein Stichwort. Ja, gute Nacht. Hey, was ist passiert? Gar nichts. Komm, wir gehen zu Eddie. Die Frau auf dem Foto, das ist sie, oder? Ach, wie geil Frau, sieht das denn aus? Blöde Frage. Tut mir leid, Deke. Nein, boom. Schon gut, sie... Zwerdelicht. Sie ist schon lange tot. Muss trotzdem echt blöd sein, sich wieder Hoffnung zu machen, nur um... Ach, keine Ahnung. Ich wünschte, ich könnte was für dich tun. Eddie! Aber das Licht brennt. Ich glaub nicht, dass sie da ist. Eddie, bist du da? Na dann, ausziehen. Wie ausziehen? Zieh dein Shirt aus und setz dich. Dazu, es ist nichts. Deacon? Du riskierst eine Infektion. Ich mag Ingenieurin sein, Deke. Aber das soll nicht heißen, dass ich keine Wunde behandeln kann. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn man bedenkt, wie du all diese Schalter und Kabel und alles gestreichelt hast. Okay, das könnte wehtun. Nur ein bisschen. Bereit? Okay. Oh, scheiße, okay. Wirklich? Nein, warum warten wir nicht, bis Eddie zurück ist, ha? Stillhalten. So, das war's. Heulsuse. Ich sagte doch, es ist nichts. Das hast du. Ich sagte es. Oh, wow. Du hast echt was abgekriegt. Ja, mehr als einmal. Scheiße, das stimmt. Woher stammt die hier? Afghanistan oder der MC oder später? Ich weiß es nicht mehr. Was ist mit dir hier? Ricky, ich weiß nicht, ob, man sagt, Eddie mag es gar nicht, wenn andere mit ihrem Kram rummachen. Ja, das habe ich auch gehört.
Was ist mit der hier? Und da ist der 31er wieder. Ich bin nicht verheiratet. Okay. Komm doch einfach morgen mal vorbei. Damit Eddie dir sagen kann, wie gut ich das hier gemacht habe. Ricky, Dick, es ist schon gut. Gern geschehen. Ich hab's gesehen. Hey, Deacon. Zünde ruhig auch mal eine Kerze an. Da draußen kann es echt düster werden.